Hallo und herzlich willkommen zu Veronikas Seelenzauber. Ein Video zu später Stunde, aber das muss jetzt einfach noch. Deswegen ist auch das Licht gerade wieder ein bisschen anders, weil es einfach schon zu dunkel ist draußen. Und mir der Strahler fehlt, weil ich den nicht mag. So. Thema Selbstwertgefühl. Wie kannst du deinen Wert erkennen und leben? Anfangen, in erster Linie tut das Ganze, dass du einfach dich selbst wertschätzt, dass du nur noch Dinge in dein Leben lässt, die zu dir passen, die dir gut tun, die zu deinem wahren Wert passen. Und dein wahrer Wert ist, du hast alles Glück der Welt verdient, du hast nur das Beste von allem verdient und du brauchst dich nicht mit Negativem abgeben oder irgendwie negative Energie aufnehmen. Da darfst du Nein sagen und weitergehen. Und du darfst auch sonst alles in deinem Leben verabschieden, was einfach sich nicht gut anfühlt. Du musst das nicht bei dir behalten. Du hast es verdient, Positives zu dir zu nehmen, energetisch gesehen. Und ja, da muss man auch mal Menschen verabschieden. Hilft alles nichts. Genau deswegen sind solche Menschen auch da. Manchmal muss man auch unhöflich sein und einfach sagen, ja, ich gehe jetzt weiter, weil das Gespräch brauche ich nicht, das tut mir nicht gut. Und dann gehst halt weiter. Wie derjenige, welcher das Mensch dann auffasst, kann dir wurscht sein. So. Dann natürlich zu dir selber nett sein. Und mit nett meine ich jetzt nicht den kleinen Bruder von ihr wisst schon was, sondern liebevoll. Liebevoll. Steh in der Früh auf, lach dir ins Gesicht und sag einfach bloß, hey, du schaust gut aus, auch wenn du gerade ein wenig zerzauselt bist, auch wenn du bist schön und zwar genau so. Sag dir selber jeden Tag, dass du wunderschön bist, dass du alles erreichen kannst. Sei nett zu dir, belohn dich, oder was heißt belohn dich, lob dich. Lob dich so oft es dir irgendwie möglich ist, weil das pusht dich. Und du möchtest ja auch, dass die Menschen sich bei dir irgendwie dich wertschätzen. Und das geht halt nur, wenn du es auch selber tust. Und drum, nein sagen, wenn du es nicht gut tut, dich selber loben, dir selber jeden Tag alles sagen, was du gern von anderen Menschen hören würdest. Und am Anfang ist das ein bisschen komisch, ja, weiß ich. Aber mit der Zeit wird es ein kleiner Flirt mit dir sozusagen, eine liebevolle Liebesbeziehung mit dir selbst. Und es kommt der Zeitpunkt, wo du in den Spiegel schaust, das sagst und du das auch fühlst. Das ist bloß am Anfang komisch. Gut. Und irgendwann laufst einfach bloß noch im Spiegel vorbei und zwinkerst da selber zu und sagst, ah, heute schau ich aber wieder gut aus. Und zwar egal in welchen Klamotten und zwar egal, ob die Haare sitzen. Meine sitzen jetzt auch nicht. Das ist da irgendwann wurscht, okay? So, das ist das eine zum Thema Selbstwertschätzung, wie du die pushen kannst. Und natürlich ganz wichtig, Dinge machen, die dir gut tun, unabhängig davon, was die Gesellschaft davon hält, was die Gesellschaft dazu sagt. Deine Berufung leben, wenn du sie schon entdeckt hast, wenn nicht, melde dich gern bei mir. Ich bin da ein Wegweiser hin. So. Wie gesagt, so viel wie möglich tun, was dir gut tut. Und die Alltagsdinge wie Wohnung putzen, Staubsaugen, waschen, Bett beziehen, keine Ahnung, diese ganzen lästigen kleinen Arbeiten, die man eigentlich nicht mag, aber halt einfach sein müssen, dreh die Perspektive mal um. Warum tust du das? Obwohl es dir nicht so viel Spaß macht. Weil du dich liebst und weil du in einer Umgebung sein möchtest, wo du dich wohlfühlst. Du machst es für dein Wohlgefühl. Also kannst du das auch mit einem Lächeln tun, weil du dir damit ein Geschenk machst. Perspektive wechseln. Hilft auch viel. So, dann zu einem Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, der aber, ja, ich sage jetzt mal, gerade so Menschen, die sehr, sehr empathisch sind und sehr sensitiv sind und da vielleicht mal die Schattenseite gelebt haben und jetzt die Lichtseite leben, die dann sie bei dem Punkt vielleicht ein bisschen schwer,
weil es einfach wieder weiter aufmachen müssen. Aber ihr braucht euch da überhaupt keine Sorgen machen, ihr werdet nicht in alte Fahrwasser zurückfahren, weil da seid ihr schon zu weit. Auf was ich hinaus möchte. Wenn du rausgehst, wenn du Menschen begegnest, wenn du deine Berufung tust, und gerade bei so beratenden Dingen ist es der Fall, weil beratende Berufungen, also Menschen, die quasi anderen Menschen mit Beratung zur Seite stehen, ein bisschen wirr bin ich halt schon wieder, gell? Gerade diese Menschen werden ihre Berufung nicht irgendwie auf eine gewisse Zeit begrenzen können, die machen das nonstop im Grunde. Die haben bloß irgendwann dann mal einen Punkt, wo sie begreifen, dass das so im Leben nicht machen müssen, und dann können sie auch den anderen sein lassen, wie er ist, und dann versuchen sie nicht irgendwie Menschen zu, also kritisieren Menschen nimmer oder wollen es auch nimmer verändern, sondern das ändert sie irgendwann, indem die die Menschen dann sein lassen und dafür motivieren. Die sehen das Licht, die sehen das Feuer, und dann motivieren die da. Und dann ist das ganz was anderes, und das darfst du tun. Das ist dein Job, und den kannst du nicht abschalten, wenn du ein Berater bist. Was für alle gilt und nicht nur für die Berater. Jetzt geh einfach mal raus, öffne dich, sag, wer du bist, sag, was du tust, sag, was du lebst, sprich deine Wahrheit aus, und dann schau einfach mal, wie reagieren denn die Menschen. Und dann wirst du feststellen, okay, irgendwie bereichert ihr die Menschen ja. Irgendwie scheine ja dem einen oder anderen ganz gut zu tun. Irgendwie scheine ja dem einen oder anderen Menschen anzustoßen. In die richtige Richtung. Und zwar positiv und nicht irgendwie durch Kritisieren oder durch Verändern wollen, sondern einfach nur, indem du die positiven Dinge rausziehst und dem um die Ohren haust, sozusagen. Positiv, freundlich. Ja, und dann wirst du irgendwann feststellen, hey, ich bewirke ja ständig Gutes und ständig irgendwie tolle Sachen, wenn ich mein Licht nach außen bringe, wenn ich einfach ich bin und wenn ich mich sein lasse und die anderen sein lasse und stattdessen einfach mich lebe und positiv an die Dinge rangehe, dann erkennst schlicht und ergreifend dein Wert. Und Augen auf! Das Universum schenkt dir so viele Möglichkeiten. Und genau das ist es, was wir jetzt Anfang September eben immer mehr erkennen dürfen. Und dass das eben rund um die Uhr ist, weil das durch dein Sein ist und nicht bloß durch dein Tun. Also sprich, du bist nicht bloß wertvoll, weil du deine Berufung vielleicht lebst und da etlichen Menschen hilfst, was dir aber durchaus auch bewusst werden darf, sondern du bist auch die restlichen Stunden verdammt wertvoll, weil du ja immer bist. Und solange du bei dir bist und dich lebst, bereicherst du die Welt durch dein Sein, und das darf dir jetzt bewusst werden. Also, geh da raus in die Welt, mach die Augen auf, und nimm die Geschenke, die da kommen. Und dann freu dich dran und genieße es einfach. Und nicht vergessen, es ist nur das dein Thema, was dich triggert. Wenn dich was nicht triggert, ist es nicht dein Thema. Nicht, dass du da irgendwie in so einen 24-Stunden-Lernmodus verfällst und meinst, alles, was dir begegnet, ist dein Thema. Nee. Das ist nicht der Fall. Wenn es dich triggert, wenn es irgendwas in dir rührt, dann ist es dein Thema. Dann darfst du das genauer anschauen. In diesem Moment. Nicht 5 Tage lang. Okay, meine Lieben. Es war mir jetzt einfach wichtig, das noch zum Sagen. Das Raufladen dauert noch ein bisschen, also ihr werdet es wahrscheinlich ein bisschen später kriegen, aber ist ja wurscht, ihr könnt es ja morgen auch schauen. Ich danke euch von Herzen fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Persönliche Readings wie immer unter seelensauber@mail.de. Besucht mich gerne auf meiner Facebook-Seite, die ist unten verlinkt. Und ja, ich wünsche euch dann schon mal einen schönen Freitag und eine gute Nacht für die, die es heute noch anschauen, und für alle anderen einen guten Morgen, die es morgen erst anschauen. Jo, danke schön fürs Einschalten. Wir hören und sehen uns.
Tschüss.